Ich hasse Rätsel. Leute, willkommen und Tag auch zu Unravel. Ja, ich hänge immer noch hier fest. Ich habe eben noch so 2-3 Minuten off-air ein bisschen probiert, wie das hier funktionieren mag. Aber Fakt ist, das funktioniert nicht. Also, ich habe nur 2 Möglichkeiten, hier das Garn anzubringen. Also muss ich definitiv irgendwas vergessen haben. Deswegen gehen wir nochmal in die andere Richtung und schauen nochmal, ob irgendwo was sein kann. Vielleicht habe ich irgendwo einen Gegenstand oder so vergessen. Ach, ich komme gar nicht mehr. Ich komme gar nicht mehr zurück. Okay. Na gut, dann muss es irgendwie gehen. Keine Ahnung wie. Ach, nee. Okay, den Stein. Der ist natürlich perfekt. Ist die Frage, ob ich den da hinschieben kann. Ja, und der hält natürlich den Ast oben. Ja, da hätte ich mir den ganzen Spaß auch sparen können. Dann binden wir einfach da das Garn fest. Das sollte dann eigentlich schon reichen. Den Stein hier unten dagegen. Okay, funktioniert jetzt doch nicht so. Reicht das eventuell, um da hochzukommen? Ah. Ja, okay. Ja, nee, das reicht nicht. Ja, habe ich den Stein wohl nicht optimal da hinten reingequetscht. Okay, also nochmal. Ich bin es ja schon gewohnt, mittlerweile hier bei diesen Rätseln etwas länger dran zu sitzen. Also nochmal hier das weg. So konnte ich jetzt alles nach hinten schieben. Okay. Warum geht das denn da nicht, wenn ich das so mache? Jetzt habe ich, glaube ich, die Knoten vertauscht. Bringt das eventuell was? Okay. Und jetzt hochziehen. Ja. Das sollte funktionieren. Wobei, ich bin genauso wie eben. Ich hätte wahrscheinlich dann hier noch hochspringen können. Ja, neues Garn gibt es. Und ja, hier ein Knoten. Das ist natürlich wieder unsere altbekannte Sprungschanze. Okay. Da löst sich ein Stein mit einer Möglichkeit, das Garn zu verbinden. Ah, und ja, oben die weißen oh! Okay. Das habe ich nicht kommen sehen. Wollte gerade sagen, dieses weiße Flimmern zeigt euch natürlich, dass ihr da hochklettern könnt. Also, wahrscheinlich machen wir jetzt so eine Art Boulder-Dash. Wir müssen dann aufpassen, wann wo die Steine runterfallen. Das heißt, wir gehen mal ein Stück hoch und müssen jetzt eigentlich schon hier rüber. Und ich wette, da kommt gleich der nächste, ja. Oh. Okay, jetzt haben wir halt 2 Steine hier unten. Da gerade gar keine Schlinge gesehen, wo ich da weitermachen kann. Ist auch keine. Ich kann einfach rüberspringen. Ja, ich dachte, jetzt kommt der nächste Stein. Nö, das ist oh. Oh ja. Ja. Wer kann denn das erahnen, dass da so ein riesen Oschi runterkommt? Okay, also nochmal. Ja, ich mag ja eigentlich so Try-and-Error-Sachen. Früher auf dem Amiga, um das jetzt mal wieder mal früher die gute alte Zeit mal wieder ein bisschen zu erwähnen. Da war das ja ganz häufig so. Man hatte nur eine Chance, hat man das falsch gemacht. Also ein bisschen so wie bei I Wanna Be The Guy wahrscheinlich, kann man sagen. Eine Chance, falsch gemacht und dann direkt Game Over. Aber so, was soll ich jetzt hier machen? Da kamen so viele Steine gerade. Ja, vielleicht hier unterstellen. Ah! Oh nein! Leute, bitte. Kauft mir Gehirn. Nein, nur Spaß natürlich. Es ist schon
ein anderes Jump'n'Run. Jetzt komme ich nicht mal mehr hier hoch. Jetzt aber. So, während I Wanna Be The Guy ja dann eher das Jump'n'Run ist für Leute, die ihre Reflexe sehr krass trainieren wollen, ist das doch wirklich eher was fürs Köpfchen. Deswegen bin ich auch so schlecht. Nee, keine Angst, aber mein Kopf ist halt vor Eckstrategie geeicht. Das ist vielleicht das Problem. So, schnell zur Seite. Und jetzt nicht runterfallen, sondern einfach hier... Ich mach mal lieber den Knoten dran, dann kann ja gar nichts passieren. Komme ich denn da hoch? So, okay. So, Knoten dran, ist klar. Hier auch Knoten dran und dann nach oben springen. Dann können wir erstmal hier nach links gehen. Okay. Oh. Oio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 i. Das darf doch nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Also, das ist gefährlich. Ein Versuch und direkt wieder von vorne. So, aber mittlerweile kennen wir uns aus. Rechts rüber, einmal hochklettern, bloß keinen Blödsinn machen. Dann nach links rüber. Hier das gleiche, wieder nach rechts. Dann verstecken hier in dem Felsvorsprung. So schnell wie es geht, genau. Einmal rüberhangeln. Hier hochhangeln. Das ist natürlich die Frage, ob ich erstmal nach rechts vielleicht hochgehen sollte. Wobei, nee, das können wir vergessen. Es könnte aber sein, dass wir... Ich glaube, ich mache das mal anders. Und zwar gehe ich hier schnell runter. Ja. Das war doch jetzt geschickt gemacht. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Hat mich der Stein volle Kanne am Kopf erwischt, aber ich glaube, ist klar. Ja, vielleicht können wir uns hier oben. Ja. Dachte ich wieder, ich wäre schlau, würde mich da verstecken. Und ja, wir sind offenbar auf der richtigen Fährte. Ja, was machen die da? Sind die auch hier so bergsteigermäßig unterwegs? Na, die Vision haben wir auf jeden Fall eingefangen. Okay, jetzt kommen wieder viele Steine. Oh. Diesmal hat es funktioniert. Also hier wirklich mega Steigung. Da ist ja hier Alpe d'Huez nichts dagegen. Oh, sag mal. Nein. Das war nichts. Wieder getroffen. Aber wir sind direkt an der Position. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich werde platt gemacht. Wo soll ich da hin? Da hoch komme ich nicht. Ich werde schon wieder platt gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Platter Jani. Also da hoch komme ich nicht. Da ist aber auch der nächste Garnvorrat. Drüber springen kann ich nicht. Ich kann nicht drüber springen. Muss ich wirklich ein Stück zurückgehen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wir versuchen es. Okay,
Okay, schnell, 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 schnell. Och nein. Was ist das denn hier? Try and Error hier. Ich dachte, ich spiele hier ein gutes Jump'n'Run. Ah, ah. Ah, okay. Ich doch gleich drauf kommen können. Dann hätte das bestimmt auch nicht geklappt hier mit dem Verstecken hinter diesem einen Vorsprung da wieder. Okay, unser Garn reicht nicht aus, um weiter hochzukommen. Aber wir kommen auch nicht da oben hin. Doch, jetzt. Ja, ich würde jetzt trotzdem mit dem Garn erstmal schauen, was da hinten ist. Ob da vielleicht noch mehr Steine kommen. Also den Summit, den Gipfel, würde ich gerne noch erreichen. Ach ja. Das haben die Entwickler auch gedacht. Und wir werden mit einer Jani-Münze belohnt. Okay. Okay, und hier sieht man schon, hier geht es jetzt weiter. Das ist hier so ein Torbogen. Mit etwas Schwung sollte das gehen. Hier können wir gerade das Kabel auch mitschwingen. Okay. Ich glaube, groß festbinden brauchen wir uns hier nicht. Das ist hier eine Entweder-Oder-Geschichte. Aber ich glaube, hier sollten wir uns ein bisschen mehr abseilen, damit wir hier hoffentlich rüberkommen. Holen wir uns erstmal den neuen Garn vorhat. Ah, und hier können wir hochklettern. Oh, gut, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ja, und das kennen wir schon aus dem allerersten Level, nämlich einfach nur wildes Hangeln. Da bin ich gut drin. Und da ist ein Balken, der auch aufgehängt ist mit Kabeln von oben oder Seilen. Der hoffentlich hält. Ah! Okay. Nee, das funktioniert nicht so. Könnte das irgendwie anders funktionieren? Ich mach's mal anders, deswegen lasse ich mich hier gerade mal drauf gehen. Das war jetzt also kein bewusster Tod. das war ein bewusster Tod, so meine ich. Nicht, dass er wieder denkt, ja, noch einmal mehr gestorben. Nee, vielleicht muss ich da doch irgendwo das Garn doch festmachen. Ich mach's mal hier oben fest. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, ob mir das was bringt. Oh, das sah doch so gut aus eben. Bis ich halt rübergelaufen bin, ist das Brett wieder zu weit runtergekippt. Okay, wir hangeln uns nochmal hier hoch. Könnte es mir vielleicht was bringen, wenn ich das da drüben nochmal befestige? Eigentlich nicht. Jetzt ist das Garn noch kürzer. Ja, und ich habe es wieder fallen lassen. Könnte man sich nur vorstellen, dass es eventuell sowas bringen könnte, aber wie soll ich jetzt jemals wieder da hochkommen? Aber seht mal hier, was ich für enorme Kräfte hier mobilisieren kann. Ja, nur da ist halt nichts. Das ist das Problem.
Nochmal überlegen. Ich finde ja auch lustig, dass... jetzt hat sie es unten entknotet. Da war so ein lustiger... Ja, ich will nicht sagen Knoten, aber so eine lustige... Erscheinung drin. Wie mache ich das? Mal gucken, wenn ich hier einen Knoten reinmache und jetzt rüberspringen. Ah, ich hasse diese Steuerung hier mit dem Hochziehen und... Ah, da tut mir jetzt schon mein Daumen weh. Vielleicht brauche ich das doch gar nicht. Ich glaube, ich brauche das Brett gar nicht. Achtung. Ich hole mir noch ein bisschen mehr Garn. Ich mache das jetzt wirklich hier mit dem Megaschwung. Ja. Ja, wunderbar. Vielleicht ist das auch genauso gedacht gewesen. Gut, hier werden wir schon mal vor Hochspannung gewarnt. Ach, das sind Starkstromkabel offenbar. Jetzt habe ich es auch erkannt. Okay, da geht es schon mal nicht lang. Ich gehe nochmal nach links und da sehen wir wieder so Rohre. Ja, und da muss ich wahrscheinlich es benutzen, um da hochzukommen. Okay, das war vielleicht jetzt blöd runterzugehen, weil da konnte man eben sich... Ah ne, es geht hier auch. Okay. Da oben ist halt auch... Da kann man hoch. Die Frage ist, kommen wir da so hoch? Ja, oder hätten wir uns eine Sprungschanze bauen müssen? Okay, natürlich hier die üblichen Hinweise, Finger weg vor Starkstromleitung, das kann ich nur absolut unterschreiben. Und da ist jetzt auch wieder das Gleis, weil die Folge hieß ja nach wie vor entgleist. Oh, das ist schön, da hängen Schlösser, das kennt ihr vielleicht, die Locks of Love. Kommt doch passend die Erinnerung dazu, wie das angebracht worden ist. Könnt ihr sehen, entweder in... Ah, und das war's, da ist... Die Brosche, die Diane jetzt einsammelt. Ja, Locks of Love gibt es, glaube ich, mittlerweile in jeder größeren Stadt. In Köln hat das, glaube ich, angefangen. Unvergänglich, erfolgfrei geschaltet, jawohl. Und mittlerweile gibt es überall in Frankfurt am Eisernen Steg, könnt ihr das en masse sehen. Ich nehme an, auch in eurer Stadt, schreibt mal, wenn es in eurer größeren Stadt oder in eurer kleinen Stadt auch diese Locks of Love gibt, die man dann an Brücken hängt, um somit die ewige Liebe zu bescheinigen. Wir schauen mal wieder in das Buch rein. Hier ist es, glaube ich, auch ein bisschen dunkler gerade geworden. Habe ich da eigentlich den letzten Artikel vorgelesen? Schauen wir uns das nochmal an. Nee, da gab es ja nichts. Die Bergwanderung. Doch, hatten wir gemacht. So, da ist entgleist. Man kann sich ein Leben lang fragen, was am Ende des Weges liegt, oder man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen, aber manchmal ist es notwendig. Okay. Schauen wir uns mal die entsprechenden Bilder dazu an. Das war die Baummarkierung. Das hatten wir auch schon gesehen. Dann hier wird auf dem Gleis gelaufen. Und da sehen wir das Schloss mit dem Herz drauf und dieser Jani-Brosche. Und die nächsten Seiten sind nach wie vor nicht sichtbar. Okay. Das war das 1, 2, 3, 4, 5. Level. Und ja, wir sehen, es ist hier dunkel geworden. Wir hatten das letzte Mal war es doch hier eigentlich hell. Das ist die kleine Veränderung. Schauen uns mal gerade an, wie viel dieser Geheimnisse wir gefunden haben. Ich glaube, das war
Ah, das könnte es gewesen sein hier unten, oder? Entgleist 4 von 5. Wir haben 1 nicht gefunden. Okay. Und das sollte dann das nächste Level sein, nämlich unten im Loch. Das schauen wir uns noch schnell an. Na? Jani will schon zum nächsten, nämlich wie viel ist genug? Unten im Loch. Kleine Sneak Preview für die nächste Folge. Was uns da erwartet, wir sehen einen großen Wald. Und ein, weiß nicht, ob es ein Stausee ist oder auf jeden Fall ist da hinten eine Fabrik angeschaltet. Wieder viel Vegetation, Tierwelt ist auch da, kleine Spinne da hinten. Und links haben wir einen Vogel gesehen. Jani ist auch schon etwas eingeschüchtert, so sieht es auf jeden Fall für mich aus. Alles sehr groß gerade. Okay, jetzt zoomt es langsam raus. Wir machen mal so den... Gehen mal kurz runter, schauen mal, was wir so sehen können. Oh, ein Blitz. Ja, das gefällt dem Jani gar nicht. Ja, die... Ah, in die Wasserpfütze, glaube ich, sollte man nicht gehen. Ja. Oh, Leute. Oh, gut, dass ich hier noch keine Herzschlagsensor habe. Das gibt es dann bei Legend of Grimrock. Da könnt ihr euch freuen. Ich glaube, mir ist gerade hier mein Herz in der Hose stehen geblieben. Ich dachte jetzt ja eigentlich, dass wenn wir hier ins Wasser gehen, dass der Blitz einschlägt. Und ja, ihr könnt dreimal dürft ihr raten, was dann passiert, wenn wir im Wasser stehen und der Blitz schlägt ein. Nicht so gut. Generell nicht so gut eigentlich, wenn wir hier auf dem Boden sind. Aber ja, wir sollten uns, denke ich mal, schleunigst abmachen. Hier sehen wir noch die Parkschranke, die oben bestimmt sagt sowas wie aller betreten oder befahren verboten. Wir machen an der Stelle erstmal wieder Schluss. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und seid mit dabei, wenn ich und Jani dann hier das nächste Mal weiter die Blitze jagen. Stormchaser. Bis dann.